am Parkplatz Oderteich geht es los Richtung Rehberger Graben. Hin und her werden das etwa 20 Kilometer werden. Da ist der Oderteich. Wunderschön und voll vor allem. Ich bin sehr überrascht. Sehr schön voll geworden jetzt über den Winter. Hier sind wir unterhalb des Oderteichs. Das hier ist die große Staumauer. So. Von 1715 sind die Rohre, die hier verlegt wurden, und immer noch nicht ausgetauscht. Und die hatten das damals geplant, dass die Rohre ausgetauscht werden müssen irgendwann, aber ist noch nicht nötig geworden. Und da kommt richtig ein ordentlicher Wasserfall runter vom Oderteich. Der Überlauf da. Und das ist deshalb so besonders, weil im Ganzen, ich glaube letztes Jahr ganz sicher und vorletztes Jahr glaube ich auch, lief überhaupt kein Wasser über diesen Weg aus dem Oderteich, und jetzt ist hier ein richtiger Wasserfall. Toll. Wow. Sehr gut. Also dieses erste Stückchen hier ist wirklich wunderschön. Vielleicht geht es auf einen breiteren Weg, aber so tolles Wetter, dann schön Schneereste überall und dieser schöne Graben. Toll. Und von da aus noch ein Rundblick jetzt auf den etwas größeren Graben. Und da kann man hier oben sehen, wie die Bäume gelitten haben. Das sind doch mal ordentliche Kieselsteine hier, die hier am Wegesrand liegen. Und wir hatten das Thema der Grabenabdeckung ja auch schon bei anderen Wasserwanderwegen. Und hier ist er noch schön abgedeckt an ganz vielen Stellen. Ich tauche zwischendurch immer mal wieder auf, wie hier. Und dann ist er gleich wieder abgedeckt. Und das hier über wirklich viele, viele Meter immer wieder. Diese Hütte heißt Sarghai-Hütte. Hört sich auch irgendwie komisch an. Also man geht hier wirklich immer an den Graben entlang, der immer wieder abgedeckt ist. Sieht echt wunderschön aus. Und der Weg selber ist total breit. Und der eigentliche Fluss, der ist, ich sag mal, bestimmt 100 Höhenmeter tiefer. Wenn das mal reicht, also da, wo der große Wasserfall vorhin runtergeflossen ist. Also eine richtig verwunschene Landschaft überall. An dieser schönen Stelle geht der Rehberger Rundweg hoch und dann kann man auch da oben zurück zu Oderteich gehen. Aber der Wasserwanderweg Nummer 20, der geht hier weiter Richtung Rehberger Grabenhaus. Da drüben kann man jetzt auf der anderen Seite die Haneklee-Klippen sehen. Da gibt es auch eine Stempelstelle. Zwischendurch die Skihütte vom Skiclub St. Andreasberg. Sehr schön gelegen mit einem totalen schönen Blick über die Landschaft hier. Das Rehberger Grabenhaus. Darunter fließt der Graben weiter und hier gibt es eine Stempelstelle. Und hier ist auch öfter mal hier Viehfütterung, hier Wildfütterung. Kann man hier auch gut beobachten. Und man kann natürlich lecker essen. Das ist so eine richtig schöne Stempelstelle gewesen, tief im Wald gelegen. Ganz schön. Der Drei-Brode-Stein. Aber hier ist leider auch alles kaputt. Und deswegen ist der Steiner so ganz schön nackig da, finde ich. So, die 154 ist das hier. Und hier kann man schön sitzen, auch schön auf den Stein klettern. Und da ist eine
Sitzmöglichkeiten in dem Denkmal. Upsala. Ja, neue Sichtachsen heißt das. Und im Stempelkasten lag ein schöner Hartstein von einem Huhn, das ein Ei gelegt hat, nämlich ein Schokoladenei. Das ist doch nett. Die Hartsteine sind echt immer eine schöne Überraschung. Heute habe ich schon zwei gefunden und auch schon zwei verteilt. Was für dicke, fette Bäume. Auf dem Rückweg ist hier einen ganz kleinen, schmalen, wurzeligen Weg Richtung Oderteich zurück. Und auf der anderen Seite des Dammgrabens, ich meine, das ist hier einfach nur der Rückweg, aber auf dieser Seite des Berges ist eine geschlossene Schneedecke. Ja, das ist ja was. Schöner, kleiner, schmaler Weg, der 16E, markiert mit einem gelben Dreieck. Der ist noch vollgeschneit hier. Alles das, was ich in Fließrichtung mit dem Graben runtergegangen bin, geht jetzt natürlich wieder hoch. Und das hier durch. Und in Schnee. Wo es in Richtung Oderteich weitergeht, ist der Weg komplett ja immer wieder übersät von abgebrochenen Bäumen und führt hier zickzack dann durch die Landschaft. Geht, kein Problem, aber es zeigt, wie kaputt die Ecke hier ist. Im Grunde marschiere ich hier genau durch das Gebiet, was man vom Achtermann aus sehen kann, geradeaus zu. Und ja, das sieht immer sehr, sehr kaputt aus. Viele umgekippte Bäume wie Streichhölzer in der Gegend, ne, da ist der Achtermann. Aber hier vor Ort erkennt man dann auch, dass die nächsten Bäume schon wieder am Wachsen sind. So, jetzt bin ich auf dem Grabenweg wieder zurück. Und jetzt geht es zurück Richtung Oderteich. Sehr schöne Runde. Also dieser Weg da oben rum, der 19E, der war auch richtig toll und verbindet dann diese beiden Wegtypen dann sehr schön miteinander. Erst bis zum Grabenhaus, dann diesen schönen Weg hier und dann oben rum diesen schönen schmalen Weg durch den Naturschutzgebiet. Herrlich. Sehr schöne Sache.